super, Wahnsinn, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Und wenn ich hochgucke in den Himmel, keine einzige Wolke. Das soll auch so bleiben im Verlauf dieser Partie. Ich hoffe, die Wetterfrösche haben sich auch nicht geirrt. Die Kulisse atemberaubend, Stimmung ist exzellent. Freuen wir uns also auf die Dinge, die da kommen werden. Das San Siro, Milans Fußballtempel, ist wieder einmal von oben bis unten in die Farben der Rossoneri gehüllt. Ja, seit kurzer Zeit wird hier schon gespielt. Der AC Mailand gegen Benfica Lissabon. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Und dann ist der Ball weg und die sehr gute Offensivmöglichkeit dahin. Gut mitgespielt vom Verteidiger. So kommt der Ball nicht durch und es gibt nur Ecke. Es gibt den ersten Eckball. Hier ist die Gelegenheit. Raus aus der Gefahrenzone. Und jetzt gibt es dann doch die überraschende Konterchance. Auch bei einer Ecke für dich ist die Gefahr immer da, wenn du es nach... Er setzt zum Kopfball an. Und der Mann an der Linie hebt die Fahne. Harry Kane. Ein schwacher Pass. Sucht den Tor für Benfica Lissabon. Mit dem Platz und der Zeit, die er da hatte, konnte er eigentlich gar nicht mehr daneben schießen. Ich bin mir ganz sicher, er selbst versteht die Welt nicht mehr. Wie kann ich denn hier direkt vor dem gegnerischen Tor so viel Freiheit, praktisch alle Freiheit der Welt haben? Unerklärlich. Der AC Mailand wird hier schon in der Anfangsphase eiskalt erwischt. Und der Konter läuft. Alleine in Richtung Tor. Abschluss, Tor! Und der Vorsprung, der hält nur ein paar Minuten. Bevor wir das Tor analysieren, das haben sie gut gemacht, haben sich nach dem Rückstand richtig reingehängt. Und jetzt sind sie gleich auf. Den hat er quasi serviert bekommen, den lässt er sich nicht entgehen. Das ist ein richtig abgezockter Spieler. Der hat die Situation am schnellsten erkannt und dann hat er das Ding reingemacht. Es gibt Freistoß für Milan. Sie holen sich schon echt früh die erste Karte ab. Schätze, er hat bei dem Tackling was abbekommen. So, was macht er? Er hat verschiedene Optionen. So, mal sehen, ob er den richtigen Adressaten findet. An Freund und Feind vorbei. Der Ball ist zu lang. Der kann den Mitspieler nicht erreichen. Harry Kane, das Schlitzohr. Der Hurricane himself, Harry Kane. Die Hereingabe kommt. Erstmal raus damit. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Ødegaard. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Mauro Icardi. Und ab geht die Post. Lewandowski. Lewandowski. Tor für den AC Mailand. Unglaubliche Comeback-Qualitäten, die diese Mannschaft hat. Diese beiden harmonieren, als hätten sie ein ganzes Fußballleben zusammen verbracht. Der wunderschöne Doppelpass und der schöne Abschluss. Na, den kennen wir doch, Mr. Doppelpack. Das ist die Führung. Die spüren natürlich, jetzt im Moment sind wir am Drücker und diese Situation müssen wir ausnutzen. Auf zur nächsten Chance. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Um neu aufzubauen, geht's erst. Und den lässt er sich nicht entgehen. Und gleich der nächste Treffer. Na, die haben sich heute einiges vorgenommen.
So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Das können nicht viele und von dieser Kategorie gibt es nicht viele. Er ist eng gedeckt, aber wie er den Körper einsetzt, den Ball abschirmt, den Treffer erzielt, das ist eine Augenweide. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Er macht sein drittes Tor am heutigen Tage. Warum auch immer, sie finden kein Gegenmittel gegen ihn. Und damit sind sie jetzt schon zwei vor. Sie sind jetzt in einem richtigen Flow. Und ich glaube, der Trainer wäre gut beraten, ihnen zu sagen, jetzt weitermachen, immer weitermachen. Jetzt könnten sie schnell umschalten. Ja, dann geht's plötzlich ganz schnell in die andere Richtung. Das ist eine gute Idee, aber der Pass kommt nicht an. Gut gesehen, guter Laufweg. Harry Kane, der Kane. Super gehalten. Ein verschenkter Einwurf. Kamera. Fault und somit Freistoß. Und natürlich gibt's hier eine Karte. Benfica Lissabon. Schon mit zweimal Gelb. Hier ist Lewandowski. Gutes Auge, guter Pass. Klasse durchgesteckt. So, auf geht's. Eckball. Der AC Mailand jetzt mit dem dritten Eckball. Null Ecken stehen auf der anderen Seite zu Buche. Das ist die Möglichkeit. Sie lassen da aber auch gar nichts anbrennen. Benfica Lissabon mit einer guten Kontergelegenheit. Und das Ding abgefangen. Der Torwart ist da. Sosa. Ja, Ball ist draußen. Ein schwacher Pass. Sosa. Volldampf voraus. Es geht über links. Ein hochinteressanter Ball. Und der Pass nach hinten. Leimer! Der hatte eigentlich alles. Ja, es ist gut möglich, dass wir hier die letzte Aktion der ersten Hälfte sehen. Und der Torhüter ist zur Stelle. Ødegaard. Lovren spielt den Feuerwehrmann. Tempo Gegenstoß. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Wenn Sie in der zweiten Hälfte gut arbeiten, wenn Sie den Kopf oben behalten und die Schultern breit machen, dann dürfen Sie sich das hier eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Nach den ersten 45 Minuten trennen Sie zwei Tore. Es steht 3:1. Der Ball, der rollt wieder. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Kovacic. Schon läuft der Gegenangriff. Den hat er. Das nächste Mal müssen ihn die Kollegen vielleicht ein bisschen besser unterstützen. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Ein schwacher Pass. Boli. Brozovic. Das ist für Sie eine gute Kontergelegenheit. Kovacic. Ginter ist zur Stelle und entschärft die Situation.
Benfica Lissabon ist direkt wieder im Ballbesitz. Gonzalo Ramos! Leimer. Einfach mal entsorgen. Und es gibt Ecke. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Da wird aus einer Ecke also ein Lewandowski und noch eins. Sie liegen mit 3 Treffern vor. Und das ist es doch wohl schon gewesen, oder etwa nicht? Schneller Konter, konsequenter Abschluss. Genau so muss es gehen. Sie haben sich das vorgenommen und sie setzen es um. Das nenne ich mal einen Arbeitsnachweis. Und er geht hoch in das Kopfballduell. Einfach mal rausgedonnert. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Mauro Icardi. Hier ist Kovacic. Da kommt er gerade so mit seinem großen Zeh noch ran. Man spürt das so richtig auf den Rängen, wie groß diese Erleichterung gerade war. Ja, guter Einsatz. Der hätte auch einschlagen können. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich. Es gibt Freistoß für Milan. Sostituzione per il Milan. Numero 99. Jetzt haben wir einen Wechsel. Da wird die Verteidigung vor große Aufgaben gestellt, wenn so ein Sprinter auf der anderen Seite steht. Vor allem, wenn er gern in den Rücken der Abwehr läuft. Camavinga. Das ist, glaube ich, offensichtlich, dass der Trainer den Angreifern gesagt hat, wartet jetzt auf die schnellen Gegenangriffe. Kane! Und Tor! Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir sagen können, dass sie zurück im Geschäft sind. Aber es sieht zumindest besser aus. Ein unglaublicher Hammer. Solche Dinger sehen wir auch nicht alle Tage. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Willkommen zurück in diesem Fußballspiel. Lewandowski. So jagt man heute den Ball. Ein schwacher Pass. Kovacic. Meunier. Konrad Leimer. Kovacic. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Kovacic. Den knallt er einfach mal weg. Stinks. Okay, das sieht vielversprechend aus. Und die Kontergelegenheit. Gutes Auge, guter Pass. Er zirkelt ihn rein. Der wäre erstmal weg. Ødegaard. Er geht auf Nummer sicher. Stinks. Und ab die wilde Fahrt. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen.
Er treibt den Ball durch. Das Foul war eindeutig im Strafraum. Die logische Konsequenz kann nur Elfmeter heißen. Der AC Mailand. Also gleich mit der Möglichkeit vom Punkt. Sostituzione per il Milan. Numero 10. Sie können jetzt noch mal richtig Kovacic nachlegen. Viene sostituito con il numero 70. Und der Elfmeter ist drin. Kühl und abgeklärt verwandelt. Er hat ihn sich zugetraut und er hat ihn sicher verwandelt. Er trifft und trifft und trifft und trifft und er hört gar nicht mehr auf. Sostituzione per il Milan. Numero 9. Lascia il campo per il numero 11. Pierre Aubameyang. Gleich wird erneut gewechselt. Ja, völlig nachvollziehbar, dass es für ihn hier Standing Ovations gibt. Er hat heute alles kurz und klein geschossen. Und jetzt darf er vorzeitig vom Platz, damit er so gefeiert werden kann, wie er es verdient hat. Damit ist die Führung auf 3 Tore angewachsen. Gut gesehen, guter Laufweg. Jetzt ist Übersicht gefragt. Gut gelesen, die Aktion. Ja, da stand er goldrichtig. Und nun Aubameyang. Gut gehalten. Bei wem der wohl landet? Das ist schlitzohrig. Bulli hat gut aufgepasst. Da ertönt der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Viele Mannschaften hätten nach diesem Spielverlauf schon längst die Flinte ins Korn geworfen. Dieses Team hat wieder mal Charakter gezeigt und das Spiel noch gedreht. Was nehmen wir aus dieser Partie mit, Hansi? Längst nicht alle haben Ihnen diesen Sieg zugetraut. Sie haben die Skeptiker Lügen gestraft. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank natürlich auch an Hansi Küpper. Ich muss mich bedanken. Hat wieder mal viel Spaß gemacht.